Ich check's nicht ganz, wieso dass das noch nicht geklappt hat. Jetzt. Jetzt hört ihr uns, seht ihr uns? Irgendwie Guten ist da schon Abend, wieder hallo. Technik. Hallo da draußen. Ja, Mal ganz bitte schreibt es kurz. mal in die Kommentare. Hört man uns? Sieht man uns? Zeitverzögert. Irgendwie ist das komisch. Live gehen. Ramon sagt auch was, aber Jetzt man kommt ein hört ihn. Daumen hoch. Daumen hoch, ja. Schreibt doch bitte mal Ah, rein, ob Bild und man. Ton sind zusammen mit dem Kabelchaos da. Perfekt. Danke, Michael Keller. Schön, dass das klappt. Hören euch, sehen euch perfekt. Irgendwie hat Okay. es wieder verzögert. So, schön seid ihr mit bei uns. Super. Sonniges Wochenende steht bevor. Genau. Genau, aber ich glaube, wir beginnen noch mal ganz kurz, was wir heute machen. Ja, heute kommt der dritte Teil des Live-Vortrages von Ramon. Also er bringt diesen Vortrag live. Es geht um Bolivien und Peru, ganz spannende Dinge, die er da entdeckt hat und dokumentiert hat. Wir freuen uns riesig darauf. Wenn ihr irgendwie Accounts habt auf TikTok oder wo auch immer oder auf Facebook, teilt diesen Link für Leute, die vielleicht auch Interesse an solchen Dingen haben. Wir denken, das wird heute wieder sehr, sehr spannend. Und ja, wir danken Ramon, dass wir das hier übertragen dürfen und freuen uns darauf. Und Fragen stellen. Genau, Genau, wenn ihr ja. Fragen habt zum Vortrag, es gibt heute auch wieder die Möglichkeit, dass ihr danach Ja. mit Ramon diese Frage besprechen könnt. Also schreibt fleißig rein. Genau. Wir werden den Chat beobachten und die besten oder die interessantesten Fragen an Ramon weitergeben und er wird sie beantworten heute Abend nach dem Vortrag. Genau, oder auch lieber später schauen unter den Video in die Kommentare Ja. rein. Da gibt es ja vielleicht die Möglichkeit, dann beim vierten Teil, genau, dass wir da noch was nachfragen können. Genau, ich bin da noch die letzte Einstellung am Machen. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen weiter Ja sprechen, bis klar, das da. wichtig ist, teilt das. Eben, es wäre schön, wenn ganz viele Leute zuschauen würden, live. Man kann das natürlich auch im Nachhinein auf YouTube anschauen, aber live ist halt immer etwas Spezielles. Und Ramon hat sich da extra vorbereitet, das heute zu machen. Das Ganze läuft noch parallel auf einem Discord-Server. Da sind Leute, die an solchen Dingen interessiert sind, verknüpft. Also ja, vielleicht, wenn ihr auch sehr interessiert seid, geht auch da mal hin und schaut, ob ihr da dabei sein könnt. Ja, und das Thema des dritten Teils ist ja Cusco und Valle Sagrada. Cusco, das war ja die Hauptstadt der Inkas oder eigentlich die Welthauptstadt damals. Und Valle Sagrada heißt ja das Heilige Tal. Und Ramon war dort und wird darüber berichten. Es soll viele Bilder auch geben. Also ich denke, das wird wirklich ein sehr spannender Vortrag. Wahrscheinlich mehr als eine Stunde. Also holt euch ein paar Chips und ein paar Bier oder ein paar Wasser oder so. Und ja. Und vielen lieben Dank auch allen Zuschauern oder eben die, wo dabei sind, die, wo reinschreiben, auch die, wo uns was spenden. Ist auch Ja, ein kleiner Aufruf, vielen wenn ihr Dank. könnt und mögt, unterstützt uns doch. Ja, das Ganze kostet auch ein bisschen, was wir hier tun. Und Ja, einfach, es ermöglicht uns auch gewisse Dinge. Ich meine, genau. ja, ist unser Hobby, aber auch finanziell, ja klar. Kommt einiges zusammen mit der Zeit immer. Ja, Dann und Telegram haben wir ja, auch, unser unseren Kanal. Kanal, ja, abonnieren. Wir Abonnieren. bringen dort auch mal ein paar Dinge hinter der Kamera, also was man nicht auf YouTube sieht. Vorschauen öfter mal und ja, und um 9 Uhr geht es los dann mit Ramon. Remo ist da noch fleißig am Ja. Einstellungen betreiben. Also, man darf ruhig sagen, wir sind seit einer Stunde Ja. Ja. eigentlich am Testen und machen und Ja. tun. Aber es Aber das glaube gibt. ich wieder am Discord, weil
da die ganzen Dinge da im VIP-Channel jetzt da nicht runterklappen kannst, so wie vorhin im Lounge-Channel, aber dann hat es da ja Probleme, dass da, wenn jemand reinkommt, direkt losbabbeln kann. Es ist mühsam. Es geht darum, dass wir im zweiten Teil waren noch so Icons unten im Bild leider und das stört natürlich den ganzen Vortrag. Wir haben heute versucht, dieses Problem zu lösen. Das war auch gelöst, aber jetzt, wie Remo gesagt hat, weil es ein anderer Kanal in Discord ist, haben wir das gleiche Problem wieder. Wir können um Nachsicht bitten. Ja, Vortrag wird spannend. Genau, wir sagen einfach ganz kurz, wir sollen dort nochmal den Channel wechseln, dann gehen wir nochmal zurück und wir machen das einfach so. Also, wir werden jetzt dann, mache ich da mal das Mikrofon auf. Ramon, ich hoffe, du hörst uns. Nicht. Wir werden in dem Fall mal langsam rüberschalten und dann sehen wir uns und hören uns gleich nochmal dort. Gebt mir eine Sekunde, wir machen darunter Discord. So, ich muss da nochmal zurück, wo ist jetzt das andere Fenster? Hier. Ramon, hörst du uns? Ja, wunderbar, hört ihr mich? In gewohnter Qualität. Ramon? Ja, ja, 1, 2, 3. Wir hören euch. Was ist denn jetzt los? Wir hören euch. Hallo? Wenn wir die zwei Minuten mal rausnehmen, dort. Ramon, hörst du uns? Ja, wir hören. Perfekt. Also, wir haben da noch ein kleines Problem, und zwar liegt es am VIP-Channel. Ich kriege da die Icons wieder nicht weg. Wenn ich Vollbild mache und den Pin wegnehme, könnten wir auf eures Zusammenarbeit nochmal den ganzen in den Lounge-Channel wechseln. Und ich hoffe, genug Disziplin von euren Zuschauern zu haben, dass sie da nicht reinquatschen. Ginge das? Ja, alle Mikrofone stumm schalten, ja. Unbedingt. Ja. Also, dann würden wir ganz kurz nochmal in die Lounge. Springen wir in die Lounge. Ja. Genau, okay. Das wäre super. Gut. Danke euch. Okay, alle in die Lounge. Ja, liebe Leute da draußen, ihr merkt, das ist eben nicht ganz so einfach. Ein kleines Ding geändert und schon funktioniert nichts mehr. Und wir versuchen das jetzt hinzukriegen, damit die Bilder auch wirklich ohne störende Icons schon besser aus. Seht. So. Ja, man darf vielleicht noch kurz erwähnen, dass Ramon den ersten Teil neu einsprechen wird. Mhm. Dass man auch diesen Teil mit guter Audio Qualität hören kann, ja. War ja ein Problem der Internetleitung bei Ramon und das war einfach schade, weil der Vortrag ist spitze und hochinteressant, alle Teile. Und ja, wäre super, wenn Ramon das machen würde und wir würden das dann nochmal neu hochladen. Selina, hörst du uns noch? Ja. Ramon ist, glaube ich, noch nicht in der Lounge, gell? Nee, sieht noch nicht so aus. Jetzt kommt er, perfekt. Leider sehe ich im Moment unseren Chat nicht, also entschuldigt das, aber das ist auch ein Punkt, dass wir einen zweiten großen Bildschirm kaufen können. Remo ist gerade mit Hochdruck daran am Arbeiten, Ramon ist da, dass das funktioniert. Alles gut. Und wir werden gleich loslegen, sobald Ramon auch in sichtbar ist und alles funktioniert. So. Also Ramon wäre mal groß ein Bild. Jetzt sind die Icons idealerweise auch weg. Ihr habt es gesehen, ihr seid Zeugen jetzt. Das hat's ja, Ramon ist da. Hi, Ramon. Genau. Ja, das kommt schon gut. Ist ja Freitagabend, wir haben ja auch ein bisschen Zeit, die meisten von uns. Genau, jetzt braucht es noch. Hallo Leute, also ihr hört mich? Ja. Ja. Stream ist da, ja.
Ganz kurz noch in den Chat. Hört ihr Roman auch gut und der Rest? Naja, groß ist relativ. Ah, jetzt, genau. Eben. Seht ihr meine Präsentation? Noch nicht, das liegt aber an mir. Ich muss da dein neues Fenster kurz reinklicken. Kann sich nur noch um Stunden handeln und dann geht's los. Und wir sind sehr gespannt auf Ramon. Und ja, ist cool, dass das klappt, Ramon. Schön, bist du da. Ja, super. Und eben die technischen Möglichkeiten, die sind so unendlich. Wir sind immer noch gut in der Zeit, weil wir fangen schweizerisch an. 21 Uhr heißt 21 Uhr. Genau. Freue mich auch. Ja. Schön, dass ihr alle da seid. Und die Technik ist cool, aber dafür auch ein bisschen komplizierter als noch vor ein paar Jahren. Aber das werden wir auch noch hinbekommen. Also. Dann wäre ich einfach noch froh. Nicht das Thema unseres Vortrags. Genau. Wäre ich unsere Gespräche. Noch schöne froh, Steine Ramon, und, wenn du nachher deine Cam noch wegschalten könntest. Weil dann. So. Was soll ich wegschalten? Wenn du die Präsentation startest, noch deine Cam ausmachen würdest, oder man sieht dann einfach noch dich klein eingeblendet, aber je nach dem Bild, wo du uns zeigen würdest. Ich mach die aus. Dann, wie du magst. Super. Aber Großbild ist vorhanden. Ich glaube, der Chat ist auch. Ja, sind alle da. Okay, Andi, vielen lieben Dank für die 5 Euro. Cool, danke für den zweiten TV. Wirklich, danke. Wir schicken dann ein Bild, wenn es werden 3 große insgesamt am Schluss. Wir schicken dann Bilder in Telegram, wenn das alles wieder hier ist. Vielen Dank, Andi. Genau. Sehr lieb. Ja. Also, 21 Uhr. Wir fangen an. Ich schalte gleich meine Kamera aus, damit wir uns auf den Vortrag von heute Abend konzentrieren können. Vielen herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit, wie immer, seit Monaten. Ich bin jetzt echt gespannt auf den dritten Teil, das endlich euch mitteilen zu können. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich schalte jetzt meine Kamera aus und wir switchen auf meinen Vortrag rüber. Ich los. So, seht ihr das alle als Vollbild? Yes. Ohne Icons. Klappt das? Genau. Jetzt haben wir da noch irgendwie so einen komischen Fragedings da. Fragen gerne hier in den Chat stellen. Mhm. Genau, das ist es auch. Perfekt. Stage is yours. Ja. Thank you, gentlemen and ladies and gentlemen. Ja, eben, ich habe euch ja von Bolivien her entlang dem Titicacasee nach Cusco begleitet oder euch das gezeigt, unsere Reise dahin. Und dieser dritte Teil eben um Cusco und diese ganzen Täler, dieses Valle Sagrada, dort gibt es halt so viel massiv zusammen, dass das ein einziges Kapitel werden muss. Und da würden wir mal starten, am liebsten in Cusco selbst. Eine wunderbare Stadt in 3600 Metern Höhe und diese wurde 1533 von den Spaniern sozusagen erobert und von den Inka abgerungen, aber das besprechen wir später auch noch ganz kurz. Also, es geht vor allem um polygonale Fundamente und dann auch um Schwergewichte, wie ihr hier in diesem Bild seht, das habe ich schon mal als ein bisschen gespoilert. Aber überall, wo ihr in der Stadt Cusco rumlatscht, ihr findet überall diese Fundamente unter den Häusern in der Altstadt. Und wir haben dort einen wunderbaren Archäologen kennengelernt, über den Kontakt eben von diesem Dieter Groben, auch aus Bolivien, aus Tiahuanaco. Und er ist eigentlich Archäologe, nicht eigentlich, sondern er ist Archäologe, aber er steht alleine auf weitem Feld, weil er eine andere Ansicht hat als seine Kollegen in der Archäologie rund um die Inkas. Und wir sollten uns vielleicht mal bewusst werden, dass diese Mauern, die werden alle Inka-Mauern genannt, aber
die ganzen präkolumbianischen Gesellschaften werden sozusagen eigentlich ausgeklammert. Dieser William ist zuständig in Cusco dafür, dass wenn dort neue Kabel oder Abwasserröhren im Boden von der Stadt, wenn eine Straße aufgerissen wird, wenn dort neue Sachen verlegt werden, ist er zuständig, dass die Koordination mit der Archäologie zusammen funktioniert. Weil jedes Mal, wenn man dort den Boden aufreißt, kommt irgendwelches solches Zeug zum Vorschein. Weil das eine uralte Stadt ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Diese polygonalen Mauern, die wir hier eben schon angetouched haben im letzten Vortrag, die ziehen sich quer durch die ganze Stadt. Ihr könnt hier sehen, das hier ist da, so, wie sie es früher gebaut haben, neben diese wunderbare, einzigartige Technik. Und da ist das, was wir heutzutage eigentlich machen. Ein paar Steine hin, ein bisschen Mörtel dazwischen und ja, passt schon. Hauptsache, das Dach trägt. Und nebendran eben scheint völlig erodiert oder vielleicht war da mal ein Autounfall oder weiß ich was. Aber der Stein, obwohl er fast zerstört ist, er steht noch. Und hinten dran kommt dann wieder eine andere Bautechnik. Aber mal ganz sanft ans Thema ran. Ihr findet dann in Cusco, in der Altstadt, eben auch solche Mauern. Auch diese sind sehr faszinierend, weil auch hier sehr viel Arbeitstechnik angewandt wurde, um diese einzelnen Steine einzupassen. Schaut mal nur auf diese Kanten hier. Dann gibt's Mischformen. Überall. Von den eingepassten bis zu den quadratischen. Weil der William argumentiert eigentlich so, dass die quadratischen erst später dann mit den Spaniern zusammenkamen, dass das eigentlich Kolonialimitation ist, weil sie es nicht besser wussten und aber trotzdem versucht haben, gut zu bauen. Das ist eine heutzutagische Mauer, da sieht man auch gerade wieder den ganz klaren Unterschied. Ich möchte eigentlich darauf hinaus, dass wir bis zu 7 verschiedene Baustile haben. Das ist das, was unser William uns gesagt hat. Wir haben bis zu 7 verschiedene Baustile in Cusco und der ganzen Region, wo man eben auch von verschiedenen Epochen reden muss. Und das ist das Schwierige an der ganzen Analyse von diesem System. Was ist wann erschaffen worden? Respektive, wir wissen, die Ältesten sind die perfektesten und nachher wurde nur noch aufgepumpt mit Ton und Zwischenfüllmaterial. Solche Mauern begleiten eben uns überall dort in diesen Altstädten, vor allem eben auch in Cusco. Und wenn 1533 eben die Spanier zum ersten Mal da oben ankamen, dann haben sie sehr schnell sehr viele Kirchen gebaut. Etwa 120 Jahre später ist ein Erdbeben, ein verheerendes Erdbeben hat stattgefunden in Südamerika. Und die einzigen Kirchen, die noch überlebt haben, standen auf solchen Mauern, auf solchen Fundamenten drauf. Alle anderen, die nicht auf solchen Fundamenten gebaut wurden, sind eingestürzt. Hier, das ist ein ganz schönes Beispiel von verschiedensten Kulturen und von verschiedensten Baustilen. Da haben eben typischerweise wieder eben die Christen ihre Kirche oben drauf gebaut. Diesen Punkt haben wir damals unbedingt besuchen müssen, weil hier gibt es sehr viele Legenden und auch Forschungsberichte, dass es hier einen Eingang gibt zu der unterirdischen Welt von Südamerika. Und wie gesagt, wie wir es auch aus der Erdschallforschung wissen, wurden solche unterirdischen Gänge gerne mal zugebaut, eben mit der späteren Kolonialbauherrschaft. Aber auf das will ich eigentlich gar nicht raus in diesem Vortrag, weil wenn man das von unten anschaut, dann sieht man hier eben wieder verschiedenste Baustrukturen aus verschiedensten Kulturen.
Aber was anscheinend immer sehr wichtig war, was ihr hier rechts seht im Bild, immer das Wasser war den Inkas neben der Sonne immer sehr wichtig. Und immer haben sie diese Wasserheiligtümer gebaut. Das werdet ihr auch später im Vortrag noch sehen. Und vielleicht nochmal ganz kurz zurück in diesem Park. Da liegen überall diese Blöcke rum aus diesem Andesit, den wir wiederum kennen aus meinen letzten Online-Vorträgen, wo es darum ging um Pumapunku. Also das ist wieder Andesit, das ist wieder das Vulkangestein, aber der Titicacasee und ja, der ganze Herkunftsort liegt sehr weit davon entfernt. Diese langen, perfekt bearbeiteten Platten werden uns jetzt heute Abend auch immer wieder mal auftauchen, also behaltet die bitte im Auge. Hier zum Größenvergleich könnt ihr sehen, was da für Schwergewichte und mit welcher Perfektion da gearbeitet wurde. Zu den Mauern eben. Es ist ein bisschen verwirrend und ich war vorher selber gerade ein bisschen verwirrt, weil es einfach so viele Mischformen gibt. Das Wichtigste, was ich von William gelernt habe, von unserem Archäologen in Südamerika, ist, dass wir sehen können, wann was gebaut wurde. Also zum Beispiel die ältesten Fundamente haben niemals den Grund angeglichen, sondern sie haben, wenn das jetzt Erde wäre oder das Muttergestein, sie haben immer ihre Mauern angeglichen an das Bestehende, ans Muttergestein. Später hat man eben dann das horizontale System gemacht, wo man zum Beispiel auch den Berg zuerst flach gemacht hat, um dann die Mauer oben drauf. Aber früher haben sie jeden Stein so dem Untergrund angepasst, damit es eben eine stabile Mauer ergibt. Und jetzt würde ich einfach mal ganz kurz, ich hoffe, die Audioübertragung geht, sonst sagt ihr mir es sofort, kurz dieses Video einschneiden und das laufen lassen. Ohne oder Kommentare ist dann im Video selbst. In Cusco, in allen Ecken, findet man solche gigantischen Fundamente, wie wir sie in Sacsayhuamán kennen, noch viel größer. Wir haben heute Morgen mit einem Archäologen eine Stadttour gemacht und er sagt, hier überall auf unterirdisch findet man noch solche Fundamentmauern, die später wurden von den Inkas und dann auch von den Spaniern. Und lasst uns mal auf diese Präzision schauen. Zeige euch das mal. Schau mal hier. Hochpräzise, glatte Kanten. Hier kann man jetzt nur eigentlich sehen, weil die ein bisschen auseinandergerutscht sind. Ansonsten passen die hundertprozentig hier. Schau mal hier. Da kriegst du keine Klinge dazwischen. Ramon, könntest du ganz den Ton vom Video ein bisschen lauter stellen? Den kann ich leider nicht mehr pushen. Du kannst manchmal nur mit Mühe wirklich die Kante erkennen. Und auch hier diese, nicht ob man das auf dem Video. Das reicht ja auch. Sorry, also das war jetzt einfach mal ein kurzes Video. Sorry, hat die Soundqualität nicht geklappt. Jetzt könnt ihr mich aber wieder gut hören, gell? Yes, sir. Okay. Also es ging einfach nur darum, eben um wieder mal diese Kanten aufzuzeigen, wie wir sie eben aus Ägypten, aus den ganzen hochtechnologischen Strukturen kennen, dass eben jedes Stück ein Einzelstück ist. Und ja, das finden wir eben überall in ganz Cusco, in diesen Fundamenten und überall, wo eben sobald die Stadt irgendwo eine Straße aufreißt und sie auf solche Strukturen stoßen, wird eben dieser William informiert und er muss nachher mit den Archäologen und der Stadt Cusco
das Koordinieren, damit dieses Wissen eigentlich gesichert wird. Und deshalb ist er unser Spezialist vor Ort, weil er wirklich am Puls der Zeit ist. Und vielleicht wäre es jetzt eben auch mal noch kurz der Zeitpunkt, über die Inka zu reden. Es wird in überall in ganz Peru wird nur von Inka geredet, wobei wir eben in Bolivien zum Beispiel gemerkt haben, eben dort wird sehr viel Wert auch auf die Prä-Inka gelegt, auf die Prä-Inka-Kulturen. Und das ist genau der Punkt. Die Inka selbst, das, was wir von den Inka wissen offiziell, das war ein Reich wie die Römer, die haben alle unterjocht. Entweder hast du dich eingegliedert oder du wurdest niedergemacht. Und die Inka selber haben höchstens 150 Jahre lang existiert, sozusagen. Und der William hat uns dann erklärt, es handelt sich hier um ein Missverständnis. Denn das Wort Inka ist ein Titel, ein Bezug auf die Ahnenfolge, auf das Erbe. Wenn zum Beispiel die ersten Historiker, die mit den Spaniern, das waren ja meistens Mönche, da oben angekommen sind und sie haben gefragt, ja, wer bist du, du König? Dann hat der geantwortet, zum Beispiel, ich bin Atahualpa, der Erbe des Inka. Und somit ist das Wort Inka eigentlich in die Geschichte eingewandert. Er hat sich bezogen auf den ersten Inka. Und der erste Inka ist eben der oder die Gesellschaft, die solche Sachen gebaut hat. Und erst später, Jahrtausende höchstwahrscheinlich später, haben sie sich wieder auf die alte Tradition berufen und haben dann solche Sachen eben oben drauf gebaut, auf das, was schon bestanden hat. Und gestern hat mir Annika gerade ein Video gezeigt, was William auf Facebook hatte. Und da reden sie von 90 verschiedenen Inka-Herrschern. Also das Wort Inka ist sozusagen in unserem westlichen Verständnis eine Fehlleitung. Und auch meine liebe Annika hat dann das Wort geprägt, Pseudo-Inka. Also im Prinzip reden wir alles, was so jung ist, bevor die Spanier ankamen und was sie sich darauf berufen haben, das sind sozusagen die Pseudo-Inka. Und alles, was vorher war, hat eben die wunderbaren Strukturen hier erstellt, die wir heute nicht mehr erklären können oder nachbauen können. Ich möchte in dem Sinn vielleicht, genau hier muss ich noch weitermachen, eben unter diesem Ort hier, unter dieser Kirche, da hinten ist dieses Wasserheiligtum, da drunter, unter diesem Platz, wo sie einfach die ganzen Steine zusammengesammelt haben, da gibt es unterirdisch ein Museum. Und dort stoßen wir eben auch wieder auf Miniaturen. Das haben sie anscheinend gern gemacht, also so dreidimensionaler Plan von einer Festung oder von einem Heiligtum. Das treffen wir immer wieder an. Und eben natürlich unsere heißbegehrten Langschädel. Überall, in jedem kleinsten Museum, wo du reinkommst, sind diese Langschädel. Aber das nur als Touristentrip. Wenn ihr da seid, müsst ihr das unbedingt besuchen. Wir sind dann mit dem William, unserem Archäologen, in seinen Heimatort gefahren. Chinchero heißt er und ist so, sage ich mal, eine Stunde, anderthalb von Cusco entfernt in einem anderen Tal. Im Prinzip auch geht es dort ins Valle Sagrada. Aber das ist ja alles vernetzt, das sind sehr viele verschiedene Täler. Zuerst hat er uns auf die gegenüberliegende Hügelkuppe gebracht und hat uns mal das von Weitem gezeigt. Also hier ist das kleine alte Dörfchen Chinchero. Da oben ist eine Kirche, die müsst ihr im Kopf behalten. Und da drunter ist alles vollgebaut mit diesen Andinas, Anden. Das Wort Anden kommt ja von den Andinas, von den Stufen am Berg sozusagen. Und erst in den letzten 30 Jahren haben hier, glaube ich, slowakische und deutsche
und englische Archäologen haben diese Sachen eigentlich erst wieder ausgegraben. Das war alles überwuchert und ein Hügel eigentlich nur noch. Aber sie haben auch einiges rekonstruiert, das werden wir gleich sehen. Ich konnte da nicht mit der Drohne fliegen, deshalb hier ein kleines Bild von oben. Also hier ist die Kirche, wo wir nachher gleich reingehen werden. Das ist das Dorf Cincero und wir kommen jetzt da hoch. Und hier könnt ihr eben auch wieder diese Fundamente der Stadt sehen. Er erklärt hier, der William erklärt Annika gerade, dass als er als Kind hier durchgerannt ist, war das noch nicht so, wie es jetzt ausgeschaut hat. Da war die Straße auf dieser Höhe, da gab es nur diese anderen Häuschen. Und das alles wurde in den letzten 50 Jahren abgegraben und ausgegraben und nach bestmöglichem Wille und Sinn auch rekonstruiert. Und da er ja eben dort geboren ist, ist er dort auch ein ziemlich hohes Tier und hat was mitzureden und mischt sich dann eben auch ein bisschen ein in den Rekonstruktionen. Das ist der Vorplatz. Es war gerade ein Volksfest. Ich habe versucht, möglichst Bilder zu finden, wo nicht so viele Menschen drauf sind. Es hat auch geregnet wie verrückt und deshalb konnte ich das Bild jetzt hier machen. Typisch wieder immer diese Portale überall. Ob das jetzt für Opferungen oder ob da Statuen drin standen, sei dahingestellt. Genau, wieder typisch für die Architektur von Südamerika. Man kann hier sehen, eben hier war immer noch Hügel bis vor 10 Jahren oder sogar 20 Jahren. Und hier, da in diese Kirche gehen wir jetzt rein, da können wir sehen, dass die ganz alten Fundamente der Kirche eigentlich auf den Fundamenten eines Tempels beruhen. Und auch hier wieder perfekte Steine, Einzelstücke. Und hier haben wir einfach mal auch den bildlichen Beweis dafür, dass alles so das, was uns überliefert wird oder was ich immer sage, von, dass die Kirchen sind stabil, wenn sie auf solchen Fundamenten stehen in Cusco. Da haben wir jetzt endlich mal den bildlichen Beweis dafür. Also, wir müssen weitergehen, sonst wird das alles zu lange. Wir haben dort 2 Tage insgesamt oder 1,5 Tage verbracht. Das Gebiet ist riesig, hier überall die verschiedensten Mauerstücke. Er hat uns immer an allen Orten immer wieder erklärt, welches Teil aus dieser Epoche und was der Unterschied ist. Aber für einen Banausen ist das halt schwierig. Und das jetzt auch euch mitzuteilen. Ich lasse die Bilder mal wirken von diesen Mauern, weil die werden wir noch zur Genüge sehen oder habt ihr schon zur Genüge gesehen. Aber jetzt geht's langsam um die Wurst, ums Interessante, diese Steinbearbeitungen, diese sogenannten Inka-Throne, Podeste. Sind sie astronomisch ausgerichtet, sind sie es nicht? Das sind alles Sachen, diese Fragen, die wir noch klären müssen, aber es geht einmal um die Frage von der Steinverarbeitung und warum in dieser Menge. Schaut euch mal auch immer die Oberkante an, vor allem bei diesem Beispiel hier. Es sieht aus wie ausgeätzt. Und das hier ist, sage ich mal, Luftlinie 30 Kilometer von dem entfernt, was ich euch später zeigen werde, was ihr vielleicht auch schon aus Erich-Videos kennt von Kenko Grande. Aber immer dann diese sogenannten Sessel. Ja, es sieht aus wie Sessel, aber wie kann es sein? So viele Herrscher gab es gar nicht. Und wer will denn da alles sitzen? Und wenn du zum Volk sprechen willst, dann da vorne runter und nicht da nach hinten. So, also müssen wir astronomisch begutachten, dann kommen wir dem vielleicht auf die Schliche. Diese Struktur möchte ich gerne, dass ihr die im Kopf behaltet, weil um die handelt es sich immer wieder. Weiter, wie gesagt, an diesen Andinas entlang. Unglaublich, was da für eine Arbeitsleistung über Jahrhunderte erbracht wurde, vielleicht Jahrtausende.
dann immer wieder solche Sachen dazwischen. Die kennt ihr ja eben vielleicht eben als Kenko Grande oder Sacsayhuaman. Immer wieder wurden die normalen Steinformationen bearbeitet und in Form gebracht. Schau mal hier diese Kante, glatt poliert. Wieso denn da nicht? Und dann diese ominösen Unterstände. Ich nenne sie ja gerne mal Undercuts. Wieso macht man sowas? Was will man damit? Will man vielleicht den Stein hier rausschneiden, um den irgendwo anders zu verwenden? Oder warum macht man diese unterstehenden Schlüpfe? Die werden wir auch immer noch sehen. Hier auch wieder so ein Undercut, aber dann wieder ein Podest vorne dran. Und nebendran die totale Erosion. Also kann ja das noch nicht so lange her sein. Oder hier hat was ganz anderes stattgefunden. Fragen über Fragen. Ich würde mal sagen, wir gehen zurück nach Cusco, zu einem meiner Lieblingsorte, nämlich Sacsayhuaman. Wer sich das Wort nicht merken kann, denkt einfach an Sexy Woman. Genau, Sacsayhuaman. Und hier haben wir, ich will da mich gar nicht groß drauf auslassen, was es sein könnte, eine riesige Mauer aus gigantischen Blöcken. Gebildet gegen den Hügel auch wieder und nicht als Schutzmauer gegen Cusco runter, dass man sich hier wie in eine Schutzburg hätte zurückziehen können. Nein, gegen den Berg hoch, solche riesigen Blöcke. Wir haben hier auch wieder das Gegenteil von diesen sogenannten Nupsis, wie wir sie immer wieder sehen. Passageways, also Tore, Türen zur nächsten Stufe. Ja, was soll man dazu sagen? Hier haben wir sozusagen die Urmutter von den Fundamenten von all diesen Formationen, wie wir sie jetzt gezeigt gekriegt haben in Cusco und dem ganzen Hochland. Und auch hier hinten, wenn wir das mal anschauen, da dieses Detail, wieder wie geschliffen, bearbeitet oder vielleicht mal weich. Was soll man dazu sagen? Also wenn man vor Ort ist, ist man noch sprachloser. Und hier wieder wie in wie im Taltempel in Ägypten, immer über die Ecken mit einem Block, um das Gewicht zu verteilen, um die Erdbebensicherheit zu gewährleisten. Was auch interessant ist, das werden wir nachher noch sehen, die Blöcke laufen hinten ins Erdreich immer konisch zu. Also vorne ist immer die breiteste Seite. Hat uns eben auch der William gesteckt, hat gesagt, eben achtet euch mal drauf, und es hat wirklich sich bewiesen, die laufen nach hinten, sind sie kaum so gut bearbeitet, sondern laufen konisch zu. Und eben das, solche Ausgleichungen machen dann unsere heutzutageischen. So, ich will da ja jetzt auch nicht so eine Fotostory halten. Ihr müsst echt mal dahin und euch das selber anschauen. Wir sind jetzt auf der zweiten Stufe, wo das Zickzack weitergeführt wird mit kleineren Steinen. Zum Teil ist die obere Reihe auch abgebrochen, aber zum Teil kriegt man auch erst von oben eigentlich den richtigen Einblick für auch die Türen und Tore. Da hinten auf den natürlichen Hügel gehen wir nachher noch hin. Aber eben jetzt noch mal die Frage, die Mauer läuft hier entlang, so gegen den Berg hoch, mit einem riesen Platz. Warum hat man das gemacht? In meinen Augen definitiv nicht aus Schutzgründen.
So, ich habe, glaube ich, da gerade ein bisschen viel von denen reingehauen. Könnten hier nochmal schnell auf die Tore eingehen. Hier noch zum Größenvergleich. Und was auch sehr interessant ist, dass einfach die Tore sehr hoch sind, aber im Prinzip musst du hier eine Leiter anstellen, wenn du als Mensch hoch willst. Genau. Fragezeichen. Nochmal zum Größenvergleich. Hier habe ich mal versucht, ich habe nicht mal die ganze Mauer auf ein Bild gebracht, aber das könnt ihr bei ramar.space, da gibt es unter Edutainment gibt es die Abteilung 3D Sektor und dort könnt ihr eigentlich die ganze Anlage mal als 3D-Modell anschauen. Um das abzukürzen, mache ich jetzt das hier nicht selber. Ihr seht hier, wir waren vorher da drüben mit den ganzen Toren von der Mauer. Jetzt gehen wir auf den gegenüberliegenden Hügel. Und ihr seht schon, auf den ersten Blick hier ist eben total abgeschliffen, wie also offiziell vom Gletschergestein. Hier hinten unten ist dann Cusco. Und hier finden wir eben auch wieder wunderbare Steinverarbeitungen, wo man sich eben fragt, was soll das? Okay, Abrasierung vom Stein natürlich. Und dann hier wieder so ein sogenannter Thron. Da wieder irgendwelche Abstufungen, hier wieder glatte Kanten. Und das zieht sich so über den ganzen Hügel hinweg. Wenn man ein bisschen Auge dafür hat, überall findet man wieder so bearbeitete Steine. Und ja, hier dann auf der Rückseite diese sogenannte Zwergenrutsche. das wurde mal geprägt im Harz. Im Harz wurde das geprägt, Zwergenrutsche. Genau, und Kinder rutschen tatsächlich auf dem Hosenboden darunter. Ist nur ein bisschen happig, wenn es nicht gerade regnet. Aber eindeutig wieder klare Kanten absetzbar zu dem, was hier normale Erosion ist. So sieht das normal aus. Und wir wissen ja eben von unseren Vorfahren, dass sie immer solche natürlichen Schönheiten auch als Kraftorte erkannt und benutzt haben. Aber wieso machen sie denn im Hinterland solche Sachen? Das ist jetzt keine 50 Meter entfernt, wo wir eben, wie wir aus Erich von Däniken Büchern wissen, ein ganzes Areal finden von Sachen, die sozusagen auf dem Kopf stehen. Treppen, die auf dem Kopf stehen. Alles irgendwie durcheinander gewürfelt. Riesige Tonnagen, riesige Blöcke, wo man wirklich nicht weiß, was unser rationales Verständnis damit noch anfangen soll. Hat es sich vielleicht hier doch um einen Kataklysmus gehandelt, wo die Götter untereinander in den Kriegen sich verzettelt haben und sozusagen wir sehen dann nur noch die Relikte von einem längst vergangenen Kampf, Krieg, Katastrophe. Und hier seht ihr auch immer wieder diese Strukturen, diese Oberflächenstrukturen. Als hätte irgendwas darauf eingewirkt. Der Herr Dr. Friedrich Budde aus Ostdeutschland hat ja auch einen Vortrag mal am One-Day-Meeting über die Todesstrahlen aus dem All gehalten. Doktor der Naturwissenschaft und Ingenieur, hat viele Patente. Genau, also müsste man durchaus mal in Betracht ziehen, was er dazu sagt. Ist auch ganz gut angekommen beim Publikum. Und was man sagen kann, eben später kamen dann diese Ausschnitte in dieses Gestein dann noch rein. Weil, ja, auf die andere Weise macht es ja keinen Sinn. Wir gehen jetzt noch weiter hinter Sacsayhuaman, wenn ihr mal dort seid, unbedingt. Da gibt es einen riesen Steinblock mit Treppen und eben solchen Inkatronen, Treppen, die ins Nichts führen.
sozusagen die kleine Ausgabe vom Kenko. Und das wird sehr gerne und oft mit dem Kenko verwechselt. Kenko ist auch nicht weit entfernt, vielleicht 3 Kilometer, aber hier haben wir genau die gleichen Strukturen, die gleichen Bearbeitungen wie in 3-5 Kilometer Entfernung. Eigentlich überall, rings um Cusco herum. Da möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen, das alleine würde wieder eine Stunde dauern. Also gehen wir nach Kenko. Nein, Sachse Juhmann, wo wir eben solche Strukturen wiederfinden. Wieder dieses abgeerodierte Gestein, wo dann diese lauter Dinger rausgearbeitet wurden. Und frag mich echt nicht, warum und wieso, das habe ich echt noch nicht geschnallt, ob das vielleicht ein Steinbruch war und sie da Dinger rausgeschnitten haben. Weil jetzt brauchten sie gerade so eine Platte. Ich weiß es nicht. Aber was wir wissen eben und dokumentiert haben, es wurde dort eben dann in späterer Zeit eben ein Inka-Herrscher begraben. Dort gibt es lauter Tunnels und Zwischengänge, halb natürlich, halb gemacht, durch dieses ganze Gebiet hindurch. Und das liegt eben auch über Cusco, dort wo eigentlich das, ja, der heilige Ort dieser Prä-Inka und Inka damals waren. Auf dem Gelände ringsherum, wir machen jetzt noch einen kleinen Abstecher abseits des Mainstreams. Ja, was soll ich noch sagen? Überall in steilstem Gelände. Strukturen klar erkennbar, andererseits total aberodiert. Auf diesem kleinen Hügel da in rechts oben, da waren dann Kinder unterwegs, die nutzen das als Spielplatz. Fand ich relativ riskant. Ja, die kraxeln da hoch und spielen da oben. Ich mit meiner Höhenangst, für mich wäre das nichts. Und wieder diese Undercuts. Hier in dem Fall jetzt nicht gerade geschnitten, sondern nach innen gewölbt. Okay, man sieht meinen Gesichtsausdruck an. Ich fühle mich da nicht so wohl in dieser Höhe. Aber alles für die Forschung. Wir können auch nicht sagen, ob das alles auf einmal entstanden ist oder über Jahrhunderte, Jahrtausende, dass da immer wieder dran rumgepickelt wurde. Was wir wissen ist, es muss sehr wichtig gewesen sein. Dieses Bild hier, das hat mich eben zum Denken gebracht von wegen Berg, Steinabbau. Also wenn du jetzt hier einen Stein abbauen möchtest, um eben eine Mauer zu bauen oder so einen Einzelstein für eine polygonale Mauer, warum lässt du dann das Stück stehen und machst erst hier wieder weiter? Vielleicht ist das Stück hier irgendwie qualitativ schlecht. Aber es wäre doch einfacher, das rauszubrechen in unserer heutigen Denkweise und wegzuschmeißen. Aber sie haben es stehen lassen. Also hatten die höchstwahrscheinlich wirklich eine andere Technik als wir. Was sich eben an diesen Mauern wieder zeigen lässt. Aber da habt ihr ja schon genügend gesehen. Wir machen jetzt so einen Kurzumflug eigentlich durch dieses Kenko. Dieser Vorplatz, wo man da reingeht in die verschiedenen Labyrinthe. Die Oberfläche, wie ihr seht, eben komisch, irgendwie aberodiert, eingeschwemmt, abgefräst. Totales Durcheinander. Da unten auch wieder so ein kleiner Hügel, auch wieder mit den polygonalen Mauern abgestützt. Es gibt sehr viel zu entdecken. Also wenn ihr da mal da seid, rechnet mindestens einen Tag ein. Für die ganze Cusco-Region lieber 4-5. Sie lacht. Kann auch gerne mehr sein. Ja, was soll ich dazu sagen?
es wurde der Stein, der vorhanden war, die Nischen, Sachen wurden bearbeitet, aber auf welche Weise? Hier die berühmte Wand von Erich, wo eben Steinverglasungen anscheinend registriert wurden. Ich weiß nicht, an welchem Ort genau, aber das wäre wiederum eben ein Hinweis auf sehr hohe Temperaturen. Wie gesagt, eben hier die klaren Kanten überall. Also ja, da wiederhole ich mich, glaube ich, zum x-ten Male. Dann oberhalb von Kenko, da gibt es auch wieder, ja, jetzt kommen wir in die Wiederholungsschlaufen, weil es dort das ganze Gebiet eigentlich voll ist mit diesen Sachen. Und ganz kurz halt eben wieder, man findet die ganz alten Geschichten, wie wir sie auch aus Europa kennen, mit diesem natürlichen Gestein. Das ist auch wieder eine ganz andere Technik als zum Beispiel die hier oben. Und dann die Stützmauern, die später dazu kamen, weil hier befinden wir uns in Tambo Machai, oberhalb von Kenko, und hier handelt es sich auch wieder um ein Brunnenheiligtum oder ein Quellheiligtum. Wasser ist wie immer sehr geschätzt bei den Naturvölkern, vor allem sauberes Wasser, und sehr rar. Und hier können wir eben wieder verschiedenste Bauweisen erkennen. Also dieser Ort wurde über Jahrtausende hinweg höchstwahrscheinlich benutzt, verehrt und geschätzt. Und dieses Quellheiligtum hier, das werden wir jetzt auch am nächsten Ort dann noch finden. Genau, das schätze ich ein als Befestigung, also als Burg in dem Sinn, aber auch hier. Das ist jetzt Punka Pukara. Das ist auch wieder so ein Mischgedings aus Jahrtausenden Traditionen. Weiter oben, da die Zona X, da haben wir uns dann wieder mal zu Pferde unterwegs gemacht, um das Gebiet überhaupt an einem Tag erkunden zu können. Sehr weit verstreut alles, und haben dort, das ist jetzt der Tempel der Affen, wir haben gefragt, wie die auf den Namen Affen kommen, da gab es so haarsträubende Erklärungen, aber überall wieder derselbe Fingerprint. Und auch Templo de la Luna ist auch da oben, der Mondtempel, im Gegensatz zu Kenko Grande soll für die Sonne sein, das soll jetzt das Gegenstück für den Mond sein. Also ganze Berge wurden dort bearbeitet. Und zu Fuß bist du da halt mehrere Tage unterwegs und mit dem Pferd machst du halt einzelne Punkte. Zona X, sehr interessant auch. Ist wieder oberhalb von Kenko. Das ist ein riesiges Gebiet. Einige werden das kennen aus dem Roman von Walter Ernsting, ein guter Freund von Erich damals. Der Titel des Buches ist Der Tag, an dem die Götter starben. Und dort, das ist eine Science-Fiction-Serie, ein Roman, der, wo sozusagen das Kernthema hier von dieser Zona X ist, alles auf dem Kopf und was ist da passiert. Ja, anscheinend haben sie sich schon vor 60 Jahren und länger den Kopf zerbrochen, was hier los ist. Des Weiteren, eben jetzt streifen wir nur so kleinere Gebiete, wo ich natürlich dann auch hin möchte mit meiner Gruppe. Das ist geplant auf Ende Jahr 25, wenn ich mal mit Gästen da hoch will. Das hier möchte ich euch zeigen, weil ich das nur aus schlechten Fotos und so gekannt habe. Kila Rumyok im Valle Sagrado auf dem Weg dort Richtung Machu Picchu. Dieses Tal hinunter, schönes flaches Tal.
auch hier wieder die ganz verschiedenen Andinen Bauweisen. Aber wieder diese Undercuts weiter oben am Berg. Und hier kann man wieder sehen, typisch wie wir es in Chinchero gesehen haben, wie wir es in Kenko gesehen haben, überall immer diese Aussparungen gegen unten. Was haben die gewollt? Haben die was abgebaut oder was soll das? Aber Kilarumjok ist eigentlich bekannt aus einem ganz anderen Grund, und zwar aus diesem Grund. Und zwar soll es sich hier um eine um einen Kalender, um eine astronomische Uhr handeln, nicht nur Sonnenuhr, sondern sogar astronomisch. Die Indios und die Andinenvölker haben ja einen ganz anderen Kalender, auch mit den Sternzeichen, und die ganze Astronomie, Astrologie verläuft ganz anders, weil hier Ost-West ausgerichtet, da läuft eigentlich die Milchstraße drüber. Und der beste Moment, hierher zu gehen, um dieses Spektakel eben zu erleben und das auch erklärt zu kriegen, ist eigentlich Ende Mai jeweils des Jahres, weil da gutes Wetter ist, man sieht die Milchstraße und kann sich dann hier den Kalender erklären lassen. Und wen wundert's? Natürlich haben wir hier direkt nebendran wieder ein Wasserheiligtum. Der Felsen ist jetzt da oben rechts hinten dran, aber hier unten ist ein wunderschöner Wasserfall. Und dann wieder die alten Gemäuer. Wasserfall, da Wasserunterführung, da oben ist die der Kalender. So, eben da gibt es viele weitere solche Regionen in der Orte in der Region. Ich will da gar nicht mich groß drüber auslassen. Wir haben da Tage damit verbracht, diese Orte zu besuchen. Aber wie gesagt, die Vielzahl ist hier eher übermächtig von diesen Tausenden von Steinen, Milliarden von Mauern und Steinen, die verbaut wurden. Hier oben gibt es auch nochmal ein astronomisches Observatorium. Haben wir aber aus Zeitgründen dann nicht besucht. Das ist Pisac. Das ist Tipon. Auch wieder klar erkennbar, die verschiedensten Baustile. Und das Wasserheiligtum. Weiter dann in einem anderen Tal, Tarawasi. Solche Orte finden wir jetzt mittlerweile überall im ganzen Region Cusco, werden auch sehr sukzessive auch ausgegraben, zum Teil renoviert, aber das können wir auch mittlerweile unterscheiden. Dann Saiwite, da haben wir fast einen ganzen Tag gebraucht, um dahin zu fahren, also liegt nicht gerade auf der Cusco-Strecke oder Region. Uns wurde erklärt, dass hier die ganzen Elemente, also Jaguar und Kondor und all die Krafttiere eingebaut wurden, aber dass es sich sozusagen um ein spirituelles Miniaturmodell der Welt handeln soll. Okay. Auch hier wieder später übernommen von den sogenannten Inka oder eben diesen Pseudo-Inka, die dann hier ihren Tempel mit mehreren Stufen gebaut haben und wie wir auch hier wieder erkennen können, immer wieder diese Wasserstufen. Genau. Und dieser Intikana steht auch dort. Wunderbar, Punkt für die Observation der Himmelskörper. So, jetzt ist es nämlich so weit, dass ich endlich zu meinem Lieblingsort komme, aktuell in der Peru-Region, und zwar in Ollantaytambo, respektive
auf Spanisch Oyay Taitambo, Doppel-L ist I, also Oyay Taitambo. Und das ist eben in diesem Valle Sagrada, in diesem heiligen Tal. Weiter unten im Tal wäre dann noch Machu Picchu. Das haben wir aber aus dem Grund nicht gemacht, weil aktuell gerade eine neue Direktorin der, sage ich mal, Altertumsverwaltung von Peru am Start ist, und die hat eigentlich ziemlich viel Restriktionen gemacht und die Touristen werden dort eigentlich nur noch durchgehetzt. Mit der Gruppe, wenn man schon mal da ist, dann macht man es natürlich, aber für uns war es zu schade, dort einen Tag und zu verlieren und einfach nur durchgehetzt zu werden. Also haben wir uns lieber hier auf Oyay Taitambo konzentriert. Und zwar konnte ich ja da noch nie hin früher und kannte das nur aus Erich seinen Bildern und Erzählungen und dem Archiv und schlechten Bildern, muss ich sagen, von 1960 oder so. Und da hat uns eben William auch hinbegleitet und direkt am Eingang fallen dir natürlich solche Sachen auf. Eben der Stein, das Muttergestein wurde direkt eingebaut und schon die erste Mauer hat uns da begrüßt. Das, was man von unten sieht, sozusagen, hier unten ist das Dorf Oyay Taitambo. Und um was es uns eigentlich geht, ist hier auf diesem Berg da oben. Ich habe da noch zwei, drei andere Eindrücke von dem ersten Start. Ihr seht nachher gleich den Vergleich. Also merkt euch mal diese schönen Mauern hier, die man nur von unten sieht. Zu später. Das ganze Dorf Oyay Taitambo ist voll mit liegen gebliebenen Steinen, Piedras Cansadas. Die hatten wir ja auch schon eben kennengelernt in Bolivien. Und eben diese müden Steine, die man nicht mehr wegtransportieren kann. Und es gab 1980 einen Typen, der hat ein Buch auch darüber geschrieben. Der wollte hier auf altertümliche Weise mit Seilen und Rollen und 100 Männern diesen Stein von seinem Fleck bewegen. Und er liegt heute noch dort, ohne einen Zentimeter sich bewegt zu haben, seit die Stadt ringsherum gebaut wurde. Und diese Steine finden wir überall in diesem Dörfchen Oyay Taitambo. Also wenn ihr da hinkommt, nehmt euch bitte Zeit, rennt nicht direkt weiter nach Machu Picchu, weil hier findet ihr Giganten, die einfach vergessen wurden. Wir haben dann am ersten Tag, als wir dort ankamen, haben wir erstmal die liegen gebliebenen, aber haben uns dann in die Altstadt begeben und eben wieder dieselben Strukturen gefunden, die alten Fundamente, wie wir sie aus Cusco kennen. Immer in den Ecken von diesen quadratischen Häuserblöcken, sage ich mal, waren immer die größten Steine und eben auf eine Art und Weise ineinander gefügt, dass sie bis heute noch stehen. Hier zum Größenvergleich mal. Unser William und die Annie. Und überall durchs Dorf eben diese Wasserkanäle. Ist sehr charmant. Ist wirklich ein wunderschöner Ort, einfach dort mal durchzuspazieren und diese ganzen Fundamente auf sich wirken zu lassen. Überall diese kleinen Eingänge. Und dieses Bild möchte ich eigentlich zeigen, weil ihr solltet euch mal diese länglichen Dachbalken oder respektive Türstöße merken. Auf diese komme ich nachher nochmal zurück. Und da wurden echte Hoshis verbaut. Und die Häuser wurden vielleicht 10-mal umgebaut in den letzten 500 Jahren, aber die Steine stehen seit ewig. Dann
bringe ich jetzt hier anders. Eigentlich waren wir dann am nächsten Tag zum Steinbruch von Oyaitai Tambo unterwegs, aber um euch das zu präsentieren, machen wir es jetzt umgekehrt. Wir gehen jetzt direkt mal dahin, wo die ganzen Touristen hingehen, nämlich unten außerhalb des Dorfes haben wir diese archäologische Anlage. Und wie wir es halt überall kennen, stellen sie irgendwas, was sie irgendwo gefunden haben, reihen sie es auf und hat eigentlich total keinen Bezug mehr zueinander. Das sind auch wieder diese, wo ich vorher darauf aufmerksam machen wollte, die müsst ihr euch mal merken für nachher, wenn wir dann zum Steinbruch gehen. Überall diese länglichen, wunderbaren, riesigen, schweren Balken, aber eben auch wieder Ausschnitte. Wir haben hier wirklich konzentriert alles das, was wir vorher besprochen haben, rund um Cusco, ist hier alles massiert zusammen. Und die offizielle Archäologie sagt eben, Oyaitai Tambo wäre nie fertig gebaut worden. Also das passt ja wieder zu den unterbrochenen Arbeiten, wie wir sie ja aus Tiwanaku und Pumapunku kennen. Meiner Meinung nach, oder ja, ist halt so, ist das sehr jung, also einfach das Inka-Gedöns. Auch hier diese Stufen, das sehen wir nachher noch, das ist eindeutig jünger als das, was wir hier oben sehen, auf dem polygonalen Stil. Genau, und dann tragen sie halt so Sachen zusammen, sehr eindrücklich, auch im Felsen selber. Irgendwelche Ausschnitte. Ja, kann man halt einfach nicht viel dazu sagen, weil es völlig aus dem Kontext gerissen ist. Aber wenn man sich das mal so anschaut, diese Wand von unten, überall findet ihr diese Strukturen, diese Ausschnitte. Und warum sollte man jetzt da oben zwei Nischen draus machen? Also für mich ist das nicht ganz schlüssig. Oder für uns. Dann kämpfen wir uns hier diese lange Treppe hoch. Da drüben gibt es auch noch eine, an diesen Andinas sozusagen hoch, um an den Ort unseres Begehrens zu gelangen, nämlich da oben drauf, wo die Juwelen von Oyaitai Tambo eigentlich liegen. Hier klar ersichtlich einfach eine Trockenmauer, wie wir sie heute auch machen könnten. Typisch Pseudo-Inka. Nichtsdestotrotz eine immense Leistung, eine schöne Anlage, aber nicht auf das, wo wir unser Augenmerk richten. Nämlich, hier seht ihr es ja schon wieder, diese Stufen in der polygonalen Bauweise und dann hier oben diese Giganten. Da kommen wir jetzt gleich hin. Seht auch hier wieder diese, nur ums Tor rum, hier um den Eingang, eigentlich diese Nupsis, hatten die anderen Steine, die vielleicht auch mal zum Transport oder zur Steinsetzung und wurden sie hier abgearbeitet, aber warum dann da nicht? Was soll man dazu noch sagen? Ich habe mich jetzt so oft wiederholt. Es ist einfach beeindruckend, faszinierend, wenn man davor steht und man schüttelt den ganzen Tag nur den Kopf. Und dies in unwegsamstem Gelände, das liegt etwa 200 Höhenmeter über dem Talboden. Ja, dann gehen wir oben drauf. Also hier unten links seht ihr jetzt das Dörfchen Oyaitai Tambo. Die Altstadt ist da hinten. Also wenn ihr da rumlatscht, dann findet ihr diese alten Fundamente. Und eben, wie ich vorher gesagt habe, es wird davon ausgegangen, dass Oyaitai Tambo nie fertig gebaut wurde. Und dafür zeugen einfach diese liegen gebliebenen Blöcke überall, die wir auch da oben finden.
Alter Bekannter wieder mal, so ein Inka-Thron. Und dann diese gigantischen Stücke. Fertig bearbeitet, fertig zum Einsatz. Wieso liegen sie denn noch da? Irgendwas muss die Menschen damals unterbrochen haben in ihrer Arbeit. Du machst so ein Ding nicht fertig, wenn du nicht weißt, genau weißt, wo es hinkommt. Und das hier halt die bekanntesten, die Sechslinge von Ollantaytambo. Diese Steine wiegen laut offizieller Meinung zwischen 70 und 100 Tonnen. Die würde ich gerne ein anderes Mal noch genau ausmessen, weil dann können wir genau das Gewicht berechnen. Hier mal von der Seite. Und schaut euch mal auf dieses Stück hier. Das war ein Bestandteil von diesem ganzen Block. Und es wird davon geredet, dass hier noch ein Puma-Kopf war und weiß ich was. Jetzt stell dir mal vor, wenn du das erst hier fertig bearbeitest und dieses Stück hier noch aussparen musst, ja, wie viel hat er denn dann gewiegt oder gewogen? Weil du arbeitest das ja nicht aus und dann transportierst du es und irgendjemandem fällt das auf den Fuß und dann bricht der Kopf ab. So, und solche Sachen finden wir eben in diesem Ollantaytambo und auch ringsherum, später dann noch irgendwie zugebaut von den Inkas. Wir reden hier von einer vergessenen Vergangenheit und unsere liebe Annika hat für WhatsApp damals, für ihren WhatsApp-Status, ein paar kleine Videos gemacht. Ich habe nämlich gesucht, ich habe kein Bild gefunden für die Erklärung, wo diese Steine herkommen. Und deshalb würde ich mal sagen, lassen wir da mal Annika das erklären. Ich hoffe, jetzt funktioniert das mit der Lautstärke, sonst wiederhole ich es nachher nochmal. Das ist der Steinbruch, wo wir gestern mit den Pferden oben waren und denen dann noch rumgelaufen sind. Da wären die Steine, die riesen Dinger, runtertransportiert worden. Wie kann ich sagen? Vielleicht auf Rollen, so runden Steinen, vielleicht auf Baumstämmen. Das ist ein bisschen die Theorie. Ich mache mal kurz Stopp, weil. WhatsApp nimmt 30 Sekunden, da muss ich nicht schneiden. So, da sollen die irgendwie runtergekommen sein. Die Frage ist, also man sieht nichts, wenn man solche Hoshis, die wirklich mehrere Tonnen wiegen, sogar zum Teil wirklich viele Tonnen, wenn man die da runterkriegen will, runterrutschen lassen, könnte eine Möglichkeit sein. Da muss man immer noch über den Fluss. Ach so, der ist übrigens direkt am Berg. Das heißt, die werden erstmal in den Fluss geplanscht. Da muss man sie da wieder rausholen und eben über dieses ganze Plateau wer weiß, was damit aussah, keine Ahnung. Und dann soll hier angeblich eine Rampe gewesen sein, wobei da ist natürlich eine Rampe. Frage ist halt, die ist schon recht steil, wie man dann solche Dinge hochkriegt. Man müsste ja auch erstmal Seile haben, die das tragen können, die das halten können. Und wie viele Leute brauchst du da? Also diese praktische Umsetzung, die kann irgendwie immer keiner erklären. Und das ist das, was mich halt ein bisschen irritiert, wenn man sich hier vor Ort mal umguckt. So, ich glaube, das war die beste Erklärung von jemandem, der zum ersten Mal da war. Ja, also wie gesagt, eben vom hohen Berg runter, irgendwie über den Fluss, den reißenden Riobamba, dann über den ganzen Matsch drüber, über das ganze Tal, Fluss, wie sagt man, dem Talsohle und dann auf dem anderen Berg wieder hoch. Und das wollten wir uns natürlich persönlich anschauen und deshalb immer das Schönste zum Schluss, haben wir eben einen Ausflug gemacht, wieder zu Pferde, in den Steinbruch von Ollantaytambo. Wir waren vorher da oben
also da, wo diese Riesenstücke eingebaut wurden, hier sieht man noch die Rampe, wo das dann hochkommt. Wir waren eben dann zu Pferde unterwegs. Das ist der Riobamba, der hier sich dem auf dem linken am linken Hang entlang schlängelt. Ja, das braucht ihr jetzt nicht auch noch zu sehen. So sieht das halt vom Pferd aus. Genau, und dann haben wir uns da hochgekämpft und überall auf diesem schmalen Weg, wie Annika vorher gesagt hat, überall auf diesem schmalen Weg liegen irgendwelche Brocken, die halb fertig verarbeitet wurden, aber auf der Strecke geblieben sind. Und dieser Weg geht jetzt hier, da hinten seht ihr ihn noch, da geht er hier hoch. Also zum Teil hatten wir so Situationen, wo so rechts irgendwie, keine Ahnung, 50, 100 Meter runterging und dann waren wir nur dankbar, dass das Pferd nicht irgendwie selbstmordgefährdet ist und schon weiß, was es tut. Da bleibt ihr einfach nur noch absolutes Vertrauen. Weil es dann da so steil wird, ich habe ja auch noch gefilmt, eben 360-Grad-Videos, die werdet ihr dann auch bei Ramar sehen. Selina ist da am Aufbereiten. Aber deshalb hatte ich nicht so viel Zeit, noch Fotos zu machen. Das Bild vorher, da waren wir hier unten, aber jetzt sind wir eigentlich ziemlich hier oben. Schon im Steinbruch von vom Ollantay Tambo, der heißt Gachigata. Und da sollen die ganzen Steine vom Ollantay Tambo Tempel und von der ganzen Anlage hergekommen sein. Und jetzt schaut mal, hier treffen wir wieder die alten Kollegen an, die sozusagen diese Torstürze, diese Dachbalken, diese Tortürbalken finden wir jetzt hier in ungeraumer Menge in diesem Gebiet. Sehr steil, also sehr schwierig auch zu begehen, musst du wirklich gucken, wo du hintrittst. Ich finde das hier noch intelligent, also wir Menschen in der westlichen Welt, wir bauen ja sozusagen, wenn wir uns einen Steinbruch vorstellen, dann ist das ein Loch im Berg, weil wir ja ganze Berge auseinandernehmen. Aber für die Inkas und Prä-Inkas, für diese Kulturen dort, ist der Berg heilig und sie haben im Prinzip nur das benutzt, was der Berg von alleine schon gegeben hat, das was früher abgebrochen ist und in dieser steilen Schutthalde liegt. Und ja, da kann man mal sehen, eben, das ist wirklich alles Geröll. Aber wenn man sich eben achtet, da wurden dann diese Stücke rausbearbeitet und in fertige, abtransportierbare, kompakte Quader gebracht. Und die liegen jetzt heute noch darum. Und dann zum 10. Mal, warum sollten die etwas fertig machen, wenn sie es dann doch nicht brauchen? Also, hier haben wir wieder ein Input oder ein Indiz für einen Kataklysmus, der eben diese Hochkultur von damals, die fähig war, solche Schwergewichte da den ganzen Berg runter zu transportieren, da über den Fluss und da am Berg wieder hoch, um solche Sachen zu machen, ja, da war auch die Technologie nicht fähig, diese Menschen vor dem Baustopp zu schützen. Ja, so kann ich euch eigentlich nur empfehlen, dieses Land mal zu besuchen. Es gibt dort noch so viel mehr zu entdecken und es machen auch ganz viele Archäologen und schlaue Leute machen dort viel Forschung und ich finde, ja, sollte man im Auge behalten und möglichst vielleicht auch zu beteiligen. Ja, wenn du sowas siehst, da fällt dir dann nur wirklich nur noch Antigravitation ein. Wie kann das sein? Was stimmt nicht an unserer Vergangenheit, an unserer Geschichte? Perfektes Pausenplätzchen und hier noch ein paar Drohnenbilder. Also so sieht das von oben aus
Aber wenn ihr genauer hinschaut, zum Beispiel hier, habt ihr wieder diese perfekten rechtwinkligen Blöcke da, da. Dann gibt es größere, die schon angedeutet sind. Hier liegen sie in einer Reihe parat zum Abtransport. Ja, den habe ich ja noch gebracht zum Größenvergleich so ein bisschen. Hier sind wir mit der Drohne am Steuern, am Picknick machen und hier liegen diese ganzen Dinger ringsherum. Also nochmal, würde ich sagen, geben wir uns mal eine Pause von den Eindrücken. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr alle wieder so aufmerksam zugehört habt. Jetzt habe ich ein bisschen überzogen, nicht so lange, wie ich befürchtet habe. Ja, es gibt noch so viel mehr zu entdecken in diesem Land, in den Anden. Und dann würde ich vielleicht hier auch ganz kurz spoilern, dass es jetzt mit diesem dritten Teil noch nicht vorbei ist, dass wir geplant haben, vielleicht kommenden Monat im Mai einen vierten Teil zu machen, wo Dominik Görlitz, Dr. Dominik Görlitz und ich mal drüber reden, was wir denn so für unsere Sachen, für unser Abora-Projekt da oben zu tun gehabt haben, auf was für Schlussfolgerungen wir dort gekommen sind. Und ja, da gibt es noch Videos dazu etc. Also ich konnte jetzt mit diesen drei Teilen eigentlich nur mal die Oberfläche ankratzen und euch mal zeigen, was es da alles noch so für weiße Flecken auf der Landkarte gibt. Und sicher werdet ihr viel erfahren in unserem Magazin, Sagenhafte Zeiten in Zukunft, aber natürlich auch hier auf Hangar 18B, auf diesem YouTube-Channel oder eben, wenn ihr euch mal individuell nichts Besseres zu tun habt, dann checkt mal ramar.space aus, weil dort findet ihr wirklich auch all diese Orte eingezeichnet mit den Hard Facts zu den Mysteries. Und eben auch auf Ramar werden demnächst jetzt dann Videos kommen, auch 360-Grad-Videos, die ich in Südamerika gedreht habe, zusätzlich zu denen, die wir ja schon von Ägypten haben. Also lohnt sich sicher mal, das alles auszuchecken. Dann bedanke ich mich ganz vielmals für die Aufmerksamkeit und würde mir jetzt mal zurück ins Studio geben. Und ja, schauen wir mal noch, was da für Fragen reingekommen sind. Ramon, das war sensationell. Hammergeile Bilder. Ja. Wir haben ganz coole Fragen bekommen. Dazu vielen lieben Dank nochmals an die Zuschauer. Die werden wir jetzt natürlich stellen. Ich würde sagen, Ramon, wir machen unsere Cams an, damit wir uns wieder ein bisschen sehen. Und ich hole da immer eine Sekunde, du bist wieder schneller als ich. Was macht's da? Kamera anschalten. Ja, bitte. Mal einen Tropfen Wasser trinken, ja. Irgendwie will es nicht. Moment. So, Kamera anschalten. Genau, jetzt sollten wir dann da mal rüberkommen, wenn es dann möchte gehen. Ich gehe da nochmal kurz hoch. Frontcam deaktivieren. Wir gehen dann nochmal auf Discord. So. Dann müsste es hier jetzt dann klappen. Hoffentlich. Anschalten. Genau. So. Machen wir mal hier Stream zu. Dich machen wir groß. Genau. So. Jetzt machen wir das minimiert. Jetzt hole ich da mir meinen super Fragenzusammenschnitt. Und zwar die erste Frage von Andi. Vielen Dank, Andi, übrigens, einfach mal von uns. Vielen Dank. Genau, das noch aus einer Tonspur. Danke vielmals an Urmel, an Andi und jemand war nochmal dabei. Ja. Ganz schlecht, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Andi, ganz am Anfang. Gib mir eine Sekunde, ich hab's gleich da. Lost Stories. Vielen lieben Dank für eure Spende. Super, danke. Richtig cool. So, genau. Erste Frage von Andi.
Ist eine Kollaboration in Südamerika zwischen Ramar und privaten Forschern, wie zum Beispiel Brian Forster, geplant, der viele solcher Prä-Inka-Strukturen und Orte bekannt gemacht hat? Ja. Also, ja, Andi, ja. Es ist so, dass es gibt natürlich verschiedenste Einflüsse und ich habe sehr viele gute Connections da unten. Aber ich wollte es eigentlich mal auch in erster Linie, ich habe persönliche Kontakte zum Brian Forster und eigentlich wollte ich ihn auch dabei haben, dass er uns solche Plätze zeigt. Mhm. Ist dann aber in der Logistik irgendwann untergegangen, weil sehr viel spontan läuft. Und er wohnt ja auch in Paracas, also er hätte sich ja auch einplanen müssen. Und dann eben halt durch den William haben wir ganz einen anderen Zugang zum Thema gefunden. Das schließt eben Brian Forster und so nicht aus. Aber von unserer Forschungsgesellschaft oder von unserem Forschungsdenken her möchte ich halt vor allem jetzt auch mal sagen, dass wir geplant haben eben mit diesem William zusammen. Ich habe doch gesagt, mittlerweile kann man Stein datieren oder über diese, wie sage ich es jetzt, ist nicht wissenschaftlich, Thermolumineszenz, aber es gibt einen genaueren Ausdruck dafür. Dann kannst du sozusagen datieren, wann der Stein zum letzten Mal Licht gesehen hat. Ja. Oder? Und wenn der William eben Zugang hat zu solchen Kellern, oder zu den Gewölben, wo solche uralten Fundamente sind, dann kann man dort zum Beispiel zwischen die Lücken bohren und dann müssen wir nicht mal die Mauer von außen beschädigen. Mhm. Das wäre in dem Sinn angedacht für ein Erich von Däniken Stiftungsprojekt, dass wir vielleicht ein Crowdfunding machen, um sowas zu etablieren. Das ist ja dann überall auf der Welt auch anwendbar. Damit wir uns wenigstens mal an Daten halten können, weil ja, die einen reden von Vor-Sintflut, ja, was heißt das? Ja, mehr als 12.000. Die anderen reden von frühtechnologischen Zivilisationen oder die eben untergegangen sind. Ich finde, unsere Aufgabe wäre es eigentlich jetzt hier mal eben Licht ins Dunkle zu bringen und als, sage ich jetzt mal, Bürgerwissen, als Bürgerforscher, wie wir halt sind, Ramar und auch ihr Hangar 18b, dass wir den Input bringen, um eben mit Wissenschaftlern zusammen Wissen zu schaffen. Mhm. Absolut, oder? Ja. Und mal die Grundlagenforschung einfach auch betreiben müssen, die halt heute nicht mehr in Verantwortung genommen wird von anderen Institutionen, weil ist so, und der Doktor sowieso hat gesagt, und deshalb bleibt das so für die nächsten 2000 Jahre. Oder? Und damit geben wir uns halt nicht ab. Und da gibt es natürlich sehr viele Kollaborationsmöglichkeiten, aber wie gesagt, man muss das zuerst mal aufgleisen. Ideen haben wir alle genug, auch der Brian Forster kann uns natürlich auch an Orte wiederbringen, wo wir noch nicht jetzt kennen, so. Genau, aber ich würde mal sagen, Baby Steps, oder? Eins nach dem anderen. Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, oder? Mhm. Also das wäre ein ganzes, das wäre eine Community-Aufgabe, das weiterzubringen. Lebensaufgabe, also aber nur über ja, nicht mal für einen Einzelnen. Genau. Gar nicht möglich, ja. Genau. Danke an dich für die Frage. Genau. Ja. Dann gehen wir zur nächsten Frage von Michael Keller. Dieses Wasserheiligtum, ist dies bestätigt als religiöser Platz oder ist dies als analog Opfersteine so eine historische Annahme? Also, ich weiß nicht, ob das klar geworden ist in meinem Vortrag, weil es wiederholt sich ja schon dann irgendwann ständig. Diese Mauern und diese Wasserheiligtümer sind eigentlich überall auffindbar an solchen wichtigen Plätzen, weil man muss ja eben auch in Betracht ziehen, die haben nicht wie wir Winter und Sommer, sondern Regen und Trockenzeit. Und die sind halt angewiesen, dass da Wasser aus dem Berg raus sprudelt, auch wenn es trockenste Zeit ist, oder?
Und deshalb haben sie auch ihre ganzen, diese Andinas, eben, das, daher kommt ja das Wort Anden, von diesen Andinas, also gestaffelte Berge oder gestufte Berge. Und dort haben sie ein wunderbares hydrofunktionales System herausgefunden, wie sie am meisten Wasser speichern können in diesen, so dass nicht einfach alles nur ins Tal abrauscht, sondern dass sie möglichst viel auch speichern können. Und deshalb dort, wo halt Wasser aus dem Berg kommt, findest du an all diesen Orten, an diesen Kultplätzen, dass halt eben dort ein sozusagen ein Wasserheiligtum ist. Und das ist eben in meinen Augen auch sehr vergleichbar mit unserer europäischen Kultur. Wir haben ja ganz, unsere Quellen sind heilig und sollten es auch in Zukunft bleiben, weil dort eben Leben stattfindet. Und ja, das, wie sie eben die Sonne verehrt haben, ist dort die Pachamama, die Menschen und die Tiere und die Natur nährt. Und somit wurde das halt immer schon seit Jahrtausend verehrt. Mhm. Bei uns ja eigentlich auch, nur ist es bei uns vergessen gegangen oder es wurde dann eingemeindet oder eine Kirche drauf gebaut oder was auch immer. Genau. Möchtest du die nächste Frage? Also es haben bei uns schon, kaum hast du es gesagt, TCN-Methode, wir haben schon einige reingeschrieben, wo du vorhin gesucht hast, das Wort. Traditionell chinesische Medizin. Ja, genau. TCM, oder was meinst du? TCN. TCN-Methode. Genau. Von wo auch... Ich muss mir schnell aufklären, was das ist. TCM, nee, das, was du vorhin erwähnt hast, diese Steine. Genau, um die Steine. Ja. Eben, da waren sie um die Steine schnell zu datieren. Genau. Ich kann schnell die genaue, klare Ding raussuchen, wie es genau heißt. Aber das ist halt extrem aufwendig, oder? Du brauchst eine Universität, die das macht. Du brauchst Leute, die da hinfliegen, das machen. Dann brauchst du 10 verschiedene Proben eigentlich. Du musst auch wissen, woher der Stein kommt. Also, das ist kein Zuckerschlecken. Genau. Der Prinz Salomon hat geschrieben, TCN, Oberflächenexpansionsdatierung. Dankeschön. Genau. Jetzt ist genau. Ja, genau. Sorry, ich bin da wirklich auch von Hause. Da sind wir ja auch angewiesen auf Spezialisten, oder? Ich bin immer als Nexialist, oder? Ich weiß von allem ein bisschen was. Aber wenn es dann um die Wurst geht, dann brauchen wir dann Spezialisten an der Hand, wo wir uns das auch machen können. Genau, darum miteinander, nicht gegeneinander. Genau, geht ja eben von uns so, auch uns. Also, genau. Ja. Ja, Lichtseelchen fragt, könnten diese Wasserbecken auch einen anderen Hintergrund haben und gar kein Heiligtum darstellen? Für einige Handwerksarbeiten wird doch auch Wasser benötigt, nur so ein Gedanke. Was hältst du davon, oder? Ja, wieso nicht? Ich meine, ja sicher, Wasserkraft ist eine starke Kraft und das wäre jetzt reine Spekulation, wenn ich was dazu sage. Es ist einfach nur auffallend, dass an all diesen Orten, wo eben diese, sage ich jetzt mal, hochtechnologischen Strukturen auftauchen, sind eben auch Wasserquellen und Becken. Ja. Und laut offizieller Meinung wurde dort das Wasser verehrt, etc. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das damals in einer früheren Zeit, dass die, wo die Menschen eben mit mehr Technologie vielleicht auch noch näher verbunden waren mit der Natur, so wie wir es ja hier aus Europa mit unseren Erdmantelstein und Schildkrott, wo wir ja nächste Woche noch im Ärmel haben. Können wir vielleicht nachher noch kurz drüber reden. Ich denke einfach, dass die Menschen damals eine viel, die hatten noch die Antennen offen oder waren feinfühliger, auch für Erdenergien oder für gute Plätze oder schlechte Energien an gewissen Plätzen. Erinnert ihr euch noch im Schwarzwald, dort in Heidelberg bei den Riesensteinen? Da war die Kraft war so gut bei den Riesensteinen und dann sind wir rechts um die Ecke und wir waren alle nur noch, oh, nein, möglichst schnell weg von hier. Ja?
Und wir sind ja nicht alle die Feinfühligsten oder sind abgelenkt durch unsere Technologien. Und ich denke einfach, früher hatten die Menschen dort noch viel mehr das Gespür dafür, was wo richtig ist. Und ich denke, dass damals auch eben das, was wir heute Kultplatz und Spiritualität, Tradition nennen, gar nicht so viel anders war als die Wissenschaft, die sie betrieben haben. Weil auch heute noch im Indischen die Vedas, das sind wissenschaftliche Bücher. Genau. Sind für die nicht Märchen, wenn die von irgendwelchen Vimanas und Göttern und Millionen von Jahren reden, die nehmen das wirklich für vollen Ernst, oder? Und ich glaube, das ist uns ein bisschen verloren gegangen, seit wann auch immer. Ja. Michael Keller hat ein paar sehr gute Kommentare, also auch alle anderen Kommentare sind sehr gut, nicht falsch verstehen, ja. Aber er war sehr fleißig. Dieser Steinbruch, gibt es da eventuell eine 3D-Vermessung der Steinbrücke auf dem Gelände und dem Steinbruch? Seine Theorie respektive Frage ist, eventuell passen da gewisse Stücke drauf. Habt ihr mit Ramar oder seid ihr mit Ramar an solchen Projekten dran dort? Noch nicht, nein. Das war jetzt erstmal eine Bestandesaufnahme. Mhm. Ja, wäre natürlich sehr interessant. Wir haben ja ähnliche Projekte in Teneriffa gemacht mit Dr. Dominik Görlitz, wo wir eben dann nächsten Mal noch drüber reden werden. Ja. Wo wir eben mit Archäoastronomen auch Pyramiden von Güímar eingescannt haben und die dann aber mit LIDAR-Daten von der spanischen Regierung für den Horizontverlauf und das ganze Gelände dann in Korrelation gebracht haben, eben auch dank Selina und unserem 3D-Spezialisten Boris Ambiel. Das ist Ramar, eigentlich, da sind wir schon dran, aber das war jetzt erstmal eine Bestandesaufnahme. Alles andere kann man dann immer noch machen. Man kann jetzt auch mal schauen, wo ist das Interesse am größten. Mhm. Und man darf eben nie vergessen, wir machen das alles aus eigener Tasche. Ja. Also wenn ich da die ganze Zeit in der Welt rumreise, ich mache meinen Job für Erich und die AS nebenbei, also derweil noch dazu. Mhm. Oder? Also nicht, dass jemand denkt, dass ich da das alles bezahlt kriege. Ich investiere halt alles, was ich überhabe, in solche Reisen und Forschungen. Ja. Genau. Muss vielleicht mal gesagt sein. Und vielleicht können wir dadurch dann auch ein Crowdfunding, wir können mal rausfinden, was am meisten interessiert, eben vielleicht die Thermolumineszenz etc. Und wenn wir dann so weit sind und ein Projekt und einen Plan haben, vielleicht ein Crowdfunding machen. Oder? Ja, klar. Absolut. Das steht noch in den Sternen. Wir rollen es an. Auf jeden Fall. Ja. Weiß nicht, möchte einer von euch die nächste Frage vorlesen? Wie sind die Kalender ausgerichtet? Zeigen die in eine interessante Richtung, Beispiel Nazca? Nein, Kalender, da tut sich jetzt eine ganz neue Bibliothek auf, die ich wirklich euch auch nicht erklären kann heute Abend. Was ich euch sagen kann, ist einfach, das Jacana, was ich hier auch trage, das Andiner Kreuz, das ist sozusagen der Kalender der Eingeborenen von Südamerika. Es lässt sich in vier gleiche Vierecke aufteilen. Und sie symbolisiert somit eigentlich die Kalendermonate. Und sie hatten eine sehr ausgeprägte Astronomie. Also sie wussten ganz genau, was, wie, wenn, wo. Und auch mit den Sonnen- und Mondwenden. Eben, das ist ja auch immer wieder ein großes Rätsel mit den Mondwenden. Wenn du keine Schrift hast, wie willst du das überliefern? Ja, führt jetzt auch wieder zu weit. Aber insgesamt haben die eine ganz andere Astronomie, als wir es hier auf der Nordhemisphärenkugel haben. Und sie arbeiten mit auch ganz anderen Sternzeichen, weil wenn sie eben Mitte des Jahres sozusagen zwischen Mai und Juni, wenn sie in den Himmel gucken an diesen Orten, dann breitet sich sozusagen die Milchstraße über ihnen aus, von Ost nach West, mehr oder weniger. Und das ist das, was sie
wo sie ihre Astronomie drauf aufgebaut haben. Und die ist eben nicht zu vergleichen. Da könnte da unser Kollege Dr. Rappenglück viel mehr darüber erzählen. Oder vielleicht auch in einem von den nächsten Zoom- oder Discord-Meetings unser Freund Andi. Die haben da viel mehr Ahnung von diesen Sachen. Mhm. Es ist einfach grundsätzlich unterschiedlich zu dem, was wir von der Nordhemisphäre kennen. Mhm. Und auch eben da fließt zum Teil dann auch eben Astronomie in Astrologie, das, ja, wie ich vorher gesagt habe, mit den Veden so oft sind auch zum Beispiel die Schamanen sind sehr wichtig. In Peru nicht mehr so stark, weil dort sehr christlich alles geprägt ist, aber in Bolivien, bevor eine Ausgrabung stattfinden darf, da hat nicht das Archäologische Institut das Oberkommando, sondern die einheimischen Schamanen fragen vorher die Ahnen und die Götter, ob dort gegraben werden darf. Und wenn die sagen nein, dann bleibt der Deckel drauf für die nächsten 30 Jahre. Mhm. Das ist eine ganz andere Kultur und die haben vielleicht noch ein anderes Gespür zu Vergangenheit, respektive Wissen, wo wir verlernt haben. Ja. Aber sehr spannend. Ja, ich denke, wir sehen es vor allem sehr oberflächlich, wissenschaftlich, analytisch, aber sie haben eben noch einen ganz anderen Zugang zu den vergangenen Epochen und der Zukunft und der Gegenwart. Ja. Das werden wir vielleicht auch nächste Woche bei den Kogis dann erfahren. Ja, genau. Aber dazu vielleicht sollten wir das mal noch ganz kurz anteasern, damit ja, die Menschen auch wissen, um was es geht. Und zwar wissen ja hoffentlich die meisten von unserer Forschung rund um den Schildkrautstein in Solothurn, im Kanton Solothurn in der Schweiz. Und dort haben wir ja mehrere Teile über diese Erforschung gemacht, weil es heißt, das soll ein natürlich abgelegter Steinhaufen sein. Ist es aber nicht, konnten wir definitiv beweisen mit ganz einfachen Mitteln und dann später mit dem Georadar. Gibt es zwei Videos bei uns? Entschuldigung, Ramon, dass ich dich unterbreche, genau. Aber schaut auf unserem Kanal, weil ja, das haben wir dokumentiert und was Ramon sagt, das entspricht der Wahrheit. Und ja, bitte weiter. Genau, und aufbauend auf dem haben, wie das Leben so spielt, vor etwa einem Monat oder anderthalb habe ich eine E-Mail gekriegt von Wisdom's Keeper Europe. Das ist eine Organisation, die haben aktuell Kagaba-Kogi-Indianer zu Besuch in Europa. Die Kagaba-Kogi sind deshalb sehr interessant, weil sie heute noch in Kontakt stehen mit ihren Lehrmeistern. Ähnliche Tradition wie die Hopi-Indianer aus Nordamerika. Und Erich hat schon in vielen Büchern eben über diese Kagaba und ihre Weltvorstellung geschrieben oder auch geredet in Vorträgen. Höchst spannend. Auf jeden Fall wurden wir jetzt als Clan sozusagen eingeladen, mit diesen Kagaba-Kogi, diesen Weisen aus Kolumbien, dahin zu gehen, zu diesem Schildkrautstein, um eben dort mehr zu erfahren über unsere Wurzeln. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ja. Bleibt gespannt und wir freuen uns auf jeden Fall mega, weil es gibt einen ganz anderen Aspekt unserer Forschung und wir haben dann dort noch weitere wissenschaftliche Forschungen auch noch auf dem Schirm, aber das erzählen wir euch dann, wenn es soweit ist. Genau. Dann würde ich sagen, springen wir doch noch zu den nächsten paar Fragen. Es sind, glaube ich, noch fünf, die wir haben. Prince Solomon fragte: Ich hoffe, ihr seid auch mit Moray Neue Cusco bei Moray Neue Cusco gewesen, mit den kreisförmigen Terrassenstrukturen, welche eine einzigartige Energieakustik aufweisen sollen. Wart ihr da? Nein, sonst hätte ich es gezeigt. wollten wir gerne hin, aber bei der einen Straße war ein riesen Dorffest.
Und bei der anderen Straße, bei der Umgehungsstraße, war ein Erdrutsch. Mhm. Ja. Also wir sind nicht durchgekommen an dem Tag und auf dem Rückweg haben wir es nicht mehr geschafft. Mhm. Aber sicher sehr interessant. Wie gesagt, ich hätte es auch nur wie Pisac oder Tipon heute Abend streifen können. Weil, ja, aber muss ich definitiv nochmal hin. Ja. Auch das mit der Archäoakustik ist ja sehr interessant, auch in Südamerika. Ja. Was wir auch von Peter Fiebach wissen, aus Javin de Wantar, von eurem One-Day-Meet-Video. Da muss auch noch viel mehr geforscht werden. Ja. Michael Keller fragte, die Oberflächenstruktur der Sechslinge, Draufsicht rechts von Ramon, diese Abstufungen, wie sie reingearbeitet wurden. Hast du dazu einen Gedanke? Weißt du, von was er spricht? Vielleicht warte, zuerst, ich muss schnell gucken. Hallo? Mhm. Ja, ich weiß von ungefähr. Warte, ich gehe mal schnell so rum. Also neben den, ich mit den Sechslingen. Ja, genau. Und rechts davon warst du. Diese Abstufungen, wie sie reingearbeitet wurden. Also es ist mehr so eine... Das, was ich ja gesagt habe, wo dort angeblich der Puma-Kopf war. Ja. Warte, ich teile das mal nochmal schnell. Geht schon, ich muss einfach nochmal kurz umschalten. Warte, muss dann nochmal kurz zurück. Ich kleiner machen. Ja, bist du schon am Teilen? Warte. Anschauen. Ja. Genau, so. Wir schalten uns mal ganz kurz ab. Ja. Genau dort schreibt Michael. Also du bist richtig oder wir sind richtig, genau. Ja, also jetzt stellt euch mal vor, zum Beispiel hier auf der Seite, da seht ihr noch diese Chakana. Aber die sind noch viel mehr unterteilt als das, was ich euch vorher gerade gezeigt habe. Diese ganze Herausarbeitungen hier, überall, das hat der Michael, oder glaube ich, hat das sehr gut gesehen oder erkannt. Stellt euch vor, wenn da hier ein Puma-Kopf gewesen sein soll, der dann vielleicht später abgeklatscht wurde. Schauen wir das mal vom Seitenprofil an, hier, oder? Das bedeutet ja, du machst ja das nicht fertig, oben im Steinbruch. Weißt ja jetzt, wie weit das er entfernt ist. Du bringst den ganzen Block, oder vielleicht ist er halt schräg oder irgendwas, oder so, und arbeitest das dann vor Ort heraus. Das heißt, der Stein, den sie transportiert haben, dieser Block, der hat nochmal hier 20 bis 30 Zentimeter mehr Gewicht dran. Verstehst du? Richtig, ja. Also anders geht es gar nicht. Du machst ihn ja nicht oben fertig und dann unterwegs macht der Haus einen dummen Fehler und alles ist im Arsch, oder? Genau. Ja, wenn man die Levitationstechnik beherrscht, dann wäre es schon möglich, dass man es oben fix fertig macht. Im Steinbruch. Ja, absolut, klar. Also, wie gesagt, wenn du dann da oben stehst, dann fällt dir wirklich gar nichts mehr anderes ein als Levitation. Ja. Naja. Oder wie? Da habe ich vorher, da waren wir dann zu müde. Da hinten liegt ein riesen solcher Block. Da sind wir leider, ja, wir waren platt und wollten einfach dann auch mal nach Hause. Also eben einfach nicht vergessen, Leute, das sind ein paar Höhenmeter, wo wir uns, ich sage jetzt mal, Größenordnung Zürich, also der Schweiz und Deutschland, Österreich nicht gewohnt sind. Das sind ein paar Meter mehr über Meer. Und dann noch solche Arbeiten zu verrichten, wir sagen in der Schweiz, Prost Nageli, dann bist du es. Aber eben deshalb habe ich hier, deshalb ist es auch ein bisschen verpixelt oder nicht schön aber hier liegt so ein Riesenblock, fix fertig, oder? Einer von den Sechslingen. Oder? Wie überall auf der Welt, oder? Also genau diese Dinge, also ein Steinbruch oder... Liegt da unten, das ist die Großaufnahme von dem da unten. Mhm. Da
dann da runter. Eben, wenn, wie Annika vorher im Video gesagt hast, ja, kannst du ja vielleicht runterrollen lassen. Oder? Und dann plutsch hast du sie im Riobamba. Oder? Ja, schön, dann musst du sie dort wieder raussenden. Nein, da fällt dir gar nichts mehr anderes ein als Antigravitation. Mhm. Also, spätestens wenn du vor Ort stehst. Mhm. Oder? Ja, absolut. Sehr spannend. Dann schalten wir dich wieder groß, würde ich sagen. Da ist der Roman. Genau. Also du wirst von Indie Jones wirst du beneidet für die tolle Forschungsreise. Von Indie Jones? Da sagen wir mal liebe Grüße, mein Bruder. Also er hört dich. Und dann die Polarnacht fragt, gab es nie irgendwelche Objekte aus diesem Zeitalter, Dinge, die in den Steinen eingeklemmt wurden oder unter den Steinen oder Ritzen? Hast du was gesehen? Das ist eine ganz gute Frage, weil das ist genau das, was ich jetzt auch vergessen habe, was ich eigentlich heute Abend auch sagen wollte wegen der Datierung. Weil eben in diesen ganzen Mörtelgeschichten zwischen den Steinen, erst dort findest du organisches Material, das sich einfach datieren lässt. Zerschepperte Tonvasen etc. lässt sich alles datieren, aber das kommt eben dann erst später, wenn du Mauern baust ohne Mörtel, die einfach Stein auf Stein, wo du keinen Mörtel brauchst, da kannst du eben nichts datieren. Deshalb fängt bei den offiziellen Archäologen in Peru die Geschichte erst mit den Inkas an, weil sie erst ab dann datieren können. Das ist genau die Krux von der ganzen Geschichte. Aber gute Frage fürs Verständnis. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, aber das wäre dann Schändung des Platzes, wenn du einen Stein abheben würdest, um irgendwelche, wenn es geht, ja, und wenn, wahrscheinlich findest du eine einzige Polle, um eine Pollendatierung zu machen, aber das ist dann auch zu wenig. Also, ja, absolut. Und vor allem, du kriegst ihn niemals wieder genauso zurück. Das ist genau der Punkt. Und deshalb haben wir eben gesagt, wenn wir die Mauern von hinten anbohren könnten, dann wäre das so faktisch offensichtlich non-invasiv, weißt du, von außen. Aber wir hätten wissenschaftlich geklärte Daten. Es ist das ja, geht eben nur mit Forschen vor Ort, eben so einem William. Es ist ja extrem interessant, dass du sagst, und ich sehe das genau gleich, wenn wir den mal abheben, den obersten Stein, wir kriegen den nie mehr so hin. Das ist ja, vielleicht würden wir das ja sogar noch hinkriegen, aber das Ganze ist sowas von präzise und also, ja, ja. Wir machen das nicht mehr heute, also zumindest. Vielleicht könnten wir es, aber wir machen es nicht mehr. Hochinteressant, oder? Ja. So, dann haben wir noch die letzten zwei Fragen und ich glaube, dann haben wir es für heute. Prinz Solomon schreibt noch, habt ihr auch mit den einheimischen Ureinwohnern über die etwaigen Legenden, Geschichten dieser Strukturen und Orte geredet? Werdet ihr eure Reise etwas ausführlicher in einem Buch niederschreiben? Auch spannend. Super spannend. Ja, also wenn ich Zeit hätte für ein Buch, hätte ich schon eins geschrieben. Genau. Nein, kommt alles noch. Ist alles, muss ich machen unbedingt. Ausführlich. Ja, sagenhafte Zeiten, dann werde ich sicher mal Artikel schreiben, um das ausführlicher zu bringen. Und natürlich haben wir uns mit den Einheimischen befasst, aber es ist halt leider so wie hier bei uns auch. Also wenn du nicht direkt vom Großvater noch eine Geschichte mitgekriegt hast, dann geht es verloren. Ja. Die wissen gar nicht mehr, worauf sie stehen. Genau. Ja, und dann war noch der Jarek Matschnik. Habt ihr Proben der Steine mitgenommen, um zu prüfen, ob das Natur- oder Kunststeine sind und ob die Steine geschmolzen sind? Nein, machen wir nicht. Wir nehmen nichts mit ohne Erlaubnis. Ja, auch nicht ohne Grundsatz. Aber die Frage ist ja spannend wegen den Geschmolzen. Also ich, ja, es sieht ja wirklich aus, wie wenn das so... Man hat die so arrangiert und da hat man das geschmolzen und dann ist das halt so zusammengekommen. Genau. So, da sind wir dran, das werden wir noch lösen. Perfekt. Weißt du was?
ich würde mich ganz kurz jetzt mal kurz ausklinken, wenn es ja, okay ist. Wir beenden das hier. Ja. War sensationell. Ja. Wir kommen nachher nochmal zurück in euren Channel. Aber dann machen wir hier noch bei uns die Abmoderation und wir entlassen dich aufs kleine stille Örtchen. Genau. Dankeschön. Wir bis sehen dann. Uns vielen lieben Dank. Woche. Genau. Tschüss. Ich hätte noch eine kleine Frage. Ja. Ramon, aber du müsstest vielleicht schnell deine Präsentation nochmal starten. Weißt du, diese Steine, wo du gesagt hast, die spirituell, die eben oben auch so wie verätzt ausgesehen haben, mit diesen kleinen Treppchen und Nischen und alles. Habt ihr, Ramon? Er ist, glaube ich, auf dem Klo. Ja. So. Wir beenden das hier. Und, genau, ja, genau. Das ist super, war cool. Wir kommen aber nachher noch mal kurz in den Channel. Wir machen noch ganz kurz die Abmoderation. Wir sind gleich wieder bei uns. Okay. Gut, alles dann klar. Bis gleich. Danke, tschüss. Tschüss. So, jetzt müssen wir da ganz kurz noch umschalten. Und zwar Frontcam aktivieren. Dann müssen wir hier das dann noch kurz beenden. Das ausschalten, deaktivieren, aktivieren. So, jetzt solltet ihr uns hoffentlich wieder sehen und hören. Wir hoffen es, ja. Einen kleinen Blick. Ich schaue auf den Stream. Braucht noch ein bisschen, bis es da das Schwarze wieder weggeht. Und hoffentlich, jawohl. Perfekt. Ja, liebe Leute, vielen lieben Dank, dass ihr, wie lange ist denn jetzt? 2 Stunden irgendwas habe ich gesehen. Ja, genau, 2 Stunden. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt und mit dabei wart. Wir fanden es super spannend. Wir hoffen, ihr habt es einigermaßen spannend gefunden wie wir. Also, das war cool. Genau. Vielen lieben Dank nochmal an euch für die super Fragen, die ihr gestellt habt. Natürlich die 3 Spenden, herzzerreißend, ja. Richtig cool. Vielen lieben Dank für das Ding. Wir können das gebrauchen, dieser Raum hier. Fall. Der kostet auch ein bisschen. Und danke an jeden, der uns was mitgibt. Wir möchten die nächsten 10 Jahre noch dabei sein. 10 Jahre, 3. August. Genau, unbedingt mit dabei sein. 10 Stunden Livestream, genau. Für unser Jubiläum, 10 Jahre Hangar 18B. Mit euch, mit ganz vielen interessanten Gästen. Ja. Seid dabei, feiert, schreibt fleißig, teilt es fleißig, das muss krachen. Genau. 3. August 2024. Ja. Haben wir noch etwas vergessen? Es kommt noch ein 4. Teil mindestens von Ramon. Größenordnung. Sogar noch 2 mehr. Genau. Mal schauen. Teil 4, Größenordnung Pfingsten. Aber das müssen wir noch genau klären. Genau. Aber es wird Größenordnung Pfingsten sein. Da wird auch Dominik Görlitz, Dr. Dominik Görlitz dabei sein. Der Mann, der angeblich die Pyramiden verwüstet hat, hat er aber nicht. Alles Lüge. Und ja, wir freuen uns auf das. Also. Genau. Haben wir sonst noch was vergessen? Was machen wir noch? Kleiner Teaser. Wir haben noch 1-2 coole neue Erdställe, die wir erforschen gehen. Ja. Das kommt bei uns dann auch wieder. Ganz verrückte Sache da. Ja. Oli und Simon haben bereits Videos gesehen. Ich freue mich, um den live zu sehen. Ich habe noch kein Video gesehen. Ich lasse mich überraschen. Das wird interessant. Nichtsdestotrotz, Männer, ich glaube, wir machen jetzt auch ein Finish, weil ich bin auch fertig, harte Woche. Absolut, war cool. Danke somit euch allen da draußen, die dabei waren. Genau, hoch die Tassen. Bleibt vielen lieben Dank. Auf jeden Fall, schönes Wochenende. Gute Nacht, genießt es. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.